Herzlich willkommen zum fünften Part von Minecraft Solo. Ja, Fabian hat ja auch schon sein Minecraft-Projekt gestartet. Schon seit längerem, weil ich nehme die Part am Voraus auf. Das heißt, wenn ich das sage, dass er es gestern erst gestartet hat und ich das Video erst nach einer Woche hochlade, dann denkt ihr euch, wie spät bin ich dran. Aber es liegt einfach nur daran, weil ich Videos vorproduziere. Im letzten Part haben wir am Schluss diese Diamanten hier gefunden. Wir haben nur das Problem, dass wir nur ein Eisen haben und diesen Diamanten hier nicht abbauen können. Daher. Und die Lava ist auch ein kleines Problem, aber das sollten wir, glaube ich, schaffen. Mal gucken. Also Gold haben wir auch schon gefunden, können wir aber auch nicht mit Stein abbauen. Hier, wer weiß, es dauert lange. Und ich schätze mal, es funktioniert nicht. Weiter geht das wirklich nicht? Es geht nicht, oder? Es geht nicht, nee, es geht nicht. Es dauert so, es darf nicht sein. Sonst bekommen wir da kein Golderz raus. Jungs raus, hier sind wir, haben wir nochmal Gold. Also die Höhle enthält sehr viel Gold und Eisen hat man hier nicht so viel. Kann ja immer schön, dass man immer die Nachrichten während dem Let's Play bekommt. Das bin ich inzwischen auch dran gewohnt. Sollte ich eigentlich diesen Ton auf lautlos stellen, was ich aber jedes Mal nicht dran denke. Fabian hat in seinem Let's Play schon angefangen mit was ich auch sagen muss. Also ich weiß nicht, wann ich dieses Video hier hochlade, aber ich habe jetzt ja Playlists erstellt. Weil man nicht damit nicht. Ich habe jetzt ja Playlists erstellt zu dem Let's Plays, also ab Minecraft Server Time Hashtag 2. Ab diesem Video habe ich immer eine Playlist für jeweiliges Gruppe erstellt. Davor war eigentlich fast nur Scheiße von meinem Kanal und das kann man nicht richtig mitzählen als Playlist würdig. Oder wie auch immer man das nennt. Oh mein Gott, das brennt ja immer noch. Nein, mein Holzblock. Lass mein Holz holen. Ja. Nicht gut. Nicht gut. Oh mein Gott, das rutscht ja runter. Ich brauch Stein, ich brauch Stein, ich brauch Stein. Ich brauch Stein, Mann. Ich brauch Stein, ich brauch Stein, ich brauch Stein. Komm doch nicht ran, scheiße. Das wird unser Tod sein, wie es ausschaut, Leute. Zu bauen. Okay, das fängt ja direkt ja schon mal richtig geil an. Oh mein Gott. Habe ich hier nichts? Erde ist schlecht, aber besser als gar nichts. Nein, aber wir am Leben. Wir müssen uns woanders wieder hochbauen, Freunde. Das ist ein kleines Problem mit der Lava. Bin ich dafür, mich hier hochzubauen. Wenn jetzt Lava auf mich runterfließt, dann ist es ja scheiße. Ich habe keine andere Wahl. Oh Mann, war heute das denn auch abgebaut? Das hätte mir noch einfallen sollen. Ja gut, ich habe die letzten Part Minecraft Solo von der Ewigkeit hochgeladen. Aufgenommen, nicht hochgeladen. Kommt ja zweimal eine Woche. Vielleicht kommt auch noch einmal eine Woche und zweimal eine Woche FIFA. Wer weiß, wie ich das vorhab. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es nicht gut. Ich hoffe, dass es jetzt keine Lava über mir ist. Sonst war das wahrscheinlich, weil ich eigentlich nur diese verdammte Ledermütze habe. Das ist wirklich schlecht. Nehmen wir dann Granit und ich habe jedes Mal Angst, dass jetzt Lava kommt. Und ich habe kaum Essen von Eimer mit Wasser und sonstigem und das ist echt gespannt. Hätten wir so tief unter der Erde ist, glaube ich, gar nicht. Hier erstmal die ganzen unnötigen Steinsorten, wo man nur zur Deko braucht und sowas. Jetzt Lava kommt dann. Wenn wir uns zusammen. Fabian ist zwar in der zweiten Folge auch gestorben. Aber an Lava sterben ist einfach schlimmer. Viel schlimmer. Nehmen wir mal. Kies, zirk, zirk. Bitte keine Lava, bitte. Eine Lava, bitte nicht. Wie es ausschaut. Ist die Welt auch ein bisschen gütig. Wenn ich. Sag mal, laufe ich die ganze Zeit hier an Kohle vorbei, oder? Kann ja sein, dass ich inzwischen schon ein bisschen an Kohle vorbeikomme, aber das glaube ich schon gesehen. Ist hier irgendwo Lava? Ist so. Da ist Kohle! Dann hier das! Ja, wir sind in der Erde. Oh mein Gott, was? Das war gerade echt ängstlich. Wir wollen mal an die Fackel hin, da. Alter, wir haben endlich Eisenerz. Wahrscheinlich waren wir schon in 10 Eisenerzblöcken vorbeigekommen, aber egal. Ach Junge. Sag ich doch, das ist so gefährlich. Seit ihr dieses scheiß Gestein gibt, wo runterrutschen kann. Wie Sand. Aber Sand ist nicht so schlimm. Das ist noch schlimmer, das hier sind Höhlen und.
Alter, mal richtig viel Eisen. Keine Ahnung, wo wir rauskommen. Am Arsch der Welt wahrscheinlich. Gut, so weit weg sollten wir auch nicht rauskommen. Hoffe ich nicht auf der Lava. Sonst sage ich schon mal Adios. Ne, nicht so weit hinten, sieht man es auch nicht. Ich will nur so ein bisschen hier Helligkeit haben, damit ihr auch was sieht. Hier geht's nicht. Weil ich da Blöcke setzen muss. Mach die Fackel dahin. Tschüss, Fackel. Tschüss. Okay, jetzt habe ich einen kleinen Zufluss, falls hier Lava runterkommt. Was ich aber hoffentlich nicht. Aber warum musste ich nur die Lava freisetzen? Und das dauert irgendwie ewig. Bin ich gerade in einem Berg drin? Wie schaut das aus? Oh Mann. Ich hasse dieses behinderte Gestein. Jetzt habe ich da ein bisschen Licht hier. Das geht ja kaum. Ich muss das Licht ja mal hier drin setzen, sonst kann ich ja keine Blöcke setzen. Warte mal, das ist gerade so eine Fackelverschwendung und so. Ich verstehe es gerade nicht. Eine Fackel? Ach, das ist Sand. Oh, gut. Oder da die Sand, keine Ahnung. Jetzt farmen wir noch ein bisschen Sand. Sand, wie es ausschaut. Bis wir dann oben angekommen sind. Wahrscheinlich. Was macht denn das Ganze schon wieder? Ich weiß so viel. Wir sind doch sicherlich in irgendeinem Scheißberg. Eine sehr langweilige Folge. Ich weiß. Moment, aber. Oh, endlich. Ich dachte schon, ich mache jetzt einen Cut, aber. Aber letztendlich haben wir es dann doch noch geschafft. Und wo sind wir jetzt hier gestrandet? Meine Güte. Oh. Oh. Jetzt noch näher. Da unten ist ja schon die Höhle mit der Lava. Und ich hatte recht, Leute. Wir sind im Berg drin. Ganz nah an unserem Zuhause. Guck, ich sag doch, wir sind sicherlich in diesem Berg hier gespawnt. Ja, wir haben uns in diesem Berg hier hochgegraben. Und jetzt muss ich mir das Ganze mit der Lava kurz nochmal anschauen. Da die Lava nicht so schlimm war, dann da. Wie weit ist sie denn schon? Auf jeden Fall schaut das nicht gut aus. Wir müssen dieses Loch zumachen. Und wenn ich jetzt sterbe. Okay, hellgrau gefärbter Ton. Dein Auftritt. Können wir das eigentlich schaffen? Das Holz hier stört gerade ein bisschen. Da ist die Stelle. Gott, die sagen sie sich rein. Wie macht man das denn? Ich weiß nicht. Ich kann aber nicht ganz ran. Ist ja Mist. Ich muss tiefer. Oh mein Gott, ich will mich nicht über das Teil stellen. Ich bin ja auch nicht so doof. Okay, wieso schon kann ich. Na komm schon. Was ist unter mir? Ist da auch noch Holz? Nee. Das ist leider kein Holz. Da muss ich unter mir diesen Block hinsetzen, damit ich nicht runterstürze. Den Block hier ab. Oh, sehr nah an der Lava, meine lieben Freunde. Sehr nah. Das ist ein spannender Moment. Das ist eine. Nee, das ist nicht kaputt. Da ist es. Super. Mach doch zu. Komm ich immer noch nicht ran? Ja, stehe ich ja dann neben der Lava. Das geht ja nicht. Moment mal. Ich kann mich doch hier nicht stehen. Moment mal, bitte keine Lava. Gold. Okay, gut. Gold ist schon mal gut. Nochmal weg mit dir, du blöder Block. Das ist ja eine richtige. Meine Axt ist kaputt gegangen. Scheiße. Da ist die Stelle. Ja, ist nicht. Zack. Wie macht man das denn? Dieser Block hier ist völlig unnötig.
Oh mein Gott, die Stelle ist immer noch offen. Freunde. Ich weiß nicht, wie weit die Lava schon gekommen ist. Aber die Diamanten müssen noch heil sein. Und das Gold auch am besten. Oh, mein schönes Holz. Aber ich muss es opfern. Ah, und dann, wenn man einen Block falsch ist, muss man ewig abbauen. Bitte fall nicht runter. Danke, Block. Ich bin dir so dankbar, dass du mir doch noch runtergefallen bist. Jetzt muss das aber hier mal funktionieren. Ja! Es brennt, es brennt, es brennt. Mach's weg, mach's weg. Geh raus aus dem Sneaken, Junge, geh raus! Stirbst du ja noch. Alter. Spitzhacke, schnell, bau doch ab. Mach doch nicht so ein Krödelei hier. Das ist sehr gefährlich, aber ist Lava weg. Haben wir es geschafft? Ja, die Lava verschwindet. Oh mein Gott. Wir sind einfach Babo. Aber das Holz ist halt alles kaputt, leider. Aber scheiß drauf. Hauptsache die Lava verschwindet. Wir haben das Lag behoben. Lassen wir nochmal kurz schauen, weil das muss ich jetzt euch schon noch zeigen, ob das Ganze hier noch am Leben ist. Hat die Lava... Okay, das lebt noch hier. Und meine guten, schönen Diamanten. Ja, ist noch da, okay. Okay, ist so gut wie alles... Noch am Leben und ich würde sagen, wir bauen jetzt hier unten den Ofen, schmelzen dann das Eisen und dann, ja, dann bauen wir uns den Diamanten ab. Und jetzt brauche ich eine Working Bench, wo ich zum Glück mitgenommen habe, weil ich immer gut vorbereitet bin. Oh yeah, ich habe das Lava. Und ja gut, so helfen hat man das dann auch wieder nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber erstmal wieder einen Ofen. Und dann oben hin. Dann hauen wir da das Zeug hier rein und unsere Kohle. Und dann läuft das hier einfach. Dann ist es einfach. Dann ist es einfach. Ja, toll. An dieser Stelle verabschiede ich mich dann wieder für diesen Part. Wir haben das Lava-Loch repariert. Bis zum nächsten Mal und ciao.